Willkommen Leute auf meinem Kanal. Fernando macht's. Heute zeige ich euch Zollschocktrick 2.0. Eigentlich ist es das erste Video nur besser erklärt. Heute braucht ihr einen Zollstock, genau. Und den fahrt ihr erstmal aus. Auf voller Länge. Dann habt ihr den kompletten, am besten 2 Meter Zollstock bei euch. Wenn er länger oder kürzer ist, ist er kaputt. Und dann nehmt ihr die Mitte. Bei 1 Meter knickt ihr die Mitte nach unten. Knickt sie zusammen, dass sie 120 und 80 treffen und dass es steil wird. Ne? Dann hält sich das zusammen und dann müsst ihr es in einen 45 Grad Winkel knicken. Aber wenn es denn klappt, dann klappt es. Dann klappt es gut.